Bio Unzensiert lügt über den Oferin-Fall und tritt Opfer wie Herrn W. Harte Ansage, aber ich weiß, ihr liebt es hart. Was das aber im Detail genau heißt, möchte ich gern nach einem kleinen Zusammenschnitt ihres Videos Oferim und der Opferkult erklären. Aber hört und seht erstmal selbst. Er muss 10.000 Euro Strafe zahlen und das ist, sofern er es denn tut, auch schon alles. Und damit ist der Fall vorerst abgeschlossen. Was für ein Umfeld haben wir uns geschaffen, in dem jemand mit so einer Fake-Crime-Geschichte offene Türen einrennt? Da wurde nichts überprüft. Da war nichts mit im Zweifel für den Angeklagten. Jemand wird öffentlich an den Pranger gestellt, in dem Fall der Hotelmanager, und die Leute streiten sich drum, wer den ersten Stein werfen darf. Wie kann das sein? Was stimmt nicht mit uns? Ich wurde so erzogen, dass wenn jemand was Fieses zu mir sagt, ich das gar nicht an mich rankommen lassen soll. Ich will natürlich niemandem absprechen, dass er wirklich schlimme Erfahrungen machen musste, das ist klar. Aber ist dir denn wirklich geholfen? Wenn jetzt jeder, der sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt, eine Lobby gründet? Das sorgt nämlich nicht für mehr Sichtbarkeit, sondern dafür, dass echte Probleme übersehen werden. Und natürlich kann man über das Urteil schockiert sein. Aber Leute, hat er sich am Ende mit der Aktion nicht am meisten selbst geschadet? Müssen wir da nochmal nachtreten? Natürlich ist es notwendig, dass Taten angemessen beurteilt werden. Und im Fall von Oferim hat der Vorsitzende Richter, wie ich persönlich finde, passende Worte gefunden. Damit ist die Sache vom Tisch. Unsere Gesellschaft kennt keine ewige Verdammnis. Wow! Das finde ich ein hammergutes Statement. Ganz ehrlich, ich möchte auch in einer Gesellschaft leben, die vergibt. Und echte Vergebung fängt eben da an, wo man sich dazu überwinden muss. Das nur ist ein kleines Best-of, sag ich mal. Da ist noch mehr Gold drin, aber muss ja nicht alles unnötig in die Länge ziehen. Wer es ganz sehen will, Link ist unten in der Beschreibung. Ich muss sagen, ich finde ja einiges, was sie sagt, gut. Sogar sehr gut. Ich würde es aber besser finden, wenn das nicht im Widerspruch zu dem stehen würde, was sie noch so sagt. Ich meine, sie fängt ihr Video erstmal mit einer dreisten Lüge an. 10.000 Euro zahlen und dann war's das. Schmerzensgeld für Herrn B. Gerichtskosten, die üblicherweise bei sowas der Angeklagte trägt. Möglicher Schadensersatz fürs Hotel. Also nach das war's klingt das irgendwie nicht, oder? Also warum wiederholt sie denn diesen Unsinn? Wieso wird das nicht einfach mal recherchiert? Wie ist das denn mit diesen Fakten? Ich dachte, die Lügenpresse ist immer so schlimm. Aber warum ist es bei ihr auch so eine Problematik mit den Fakten, obwohl sie ja sozusagen sich als Alternative zu der Mainstream-Presse sieht? Es nervt auch, dass dieser Unsinn immer wieder wiederholt wird. Immer derselbe Käse. Einer schreibt dir vom anderen ab. Ja, und bei wem sie das dann abgeschrieben haben muss, erklärt sich ja von selbst. Und die Formulierung ist dann auch so ein Ding. Das ist dann auch schon alles. Klingt für mich wie, Strafe nicht hart genug, da muss ein Urteil her. Landläufig nennt man sowas ja Nachtreten. Wie sie dann aber selbst an anderer Stelle für nicht gut befindet, weil sie sagt, Oferim ist ja selber schuld, mit der Nummer hat er sich ja geschadet. Sehen aber viele nicht so. In Deutschland gibt es nämlich die Devise, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Und mit so einem Spruch kommt auch gern mal die Politesse daher, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, na, ich wusste nicht, dass man hier nicht parken kann, und klatscht einen den Strafzettel dran. Dass da der Durchschnittsbürger, ja, der Meinung ist, Strafe muss sein, weil gegen ihn läuft es ja genauso, ist irgendwo schon verständlich, aber auch nicht richtig. Und abgesehen davon, mit Trick 17 kann man sich aus ganz viel rauswinden. Das wissen nur die meisten nicht, wie das geht. Ja, und dann zieht halt immer dieser Spruch. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Aber zurück zum Thema. Gio hat ja auch eine Anmerkung zum Thema öffentlicher Pranger. Und das Streiten ums Steine werfen. Also wer darf welchen Stein gegen wen werfen und wie groß. Und ja, die Leute sind so. Und naja, viele ihrer Äußerungen in dem Video klingen jetzt nicht so, als würde sie keinen Stein werfen wollen, sondern sie wirft ja auch mit Stein. Ich meine, wird es dadurch besser, wenn man den Stein jetzt in eine etwas leicht andere Richtung wirft und nicht direkt einen Oferin am Kopf, oder wie ist es?
Also so richtig passt das alles für mich nicht zusammen. Ich empfinde das als merkwürdig. Auch ihre Aussage mit dem "Da wurde nichts überprüft" stimmt ja auch nicht. Also grundsätzlich so Aussagen wie "Nichts, nichts wurde getan, da ist nichts passiert". Also das ist einfach zu absolut, diese Aussage. Man sollte wenigstens einen kleinen Prozentsatz mit einrechnen und sagen, naja, es wird doch, darf schon irgendwo wer. Aber naja, denn am Tag danach waren alle auf Ofarims Seite. Ja, das stimmt. Typisch bei so einer Presse. Aber schon am nächsten Tag waren dann doch Zweifel zu lesen, weil ja dann von Herrn W., also dem Hotelmitarbeiter, eine Anzeige gemacht wurde, auch wegen der Morddrohung. Und das stand dann tatsächlich in einigen Käseblättern drinne. Und ja, das wurde leicht skeptisch geäußert, aber natürlich immer noch mit so einem Unterton. Naja, Ofarim, stimmt's denn richtig? Aber wir sind trotzdem noch auf deiner Seite. Was natürlich jetzt auch nicht so die beste Nummer war. Und ja, die Berichterstattung damals, naja, heute ist es auch nicht viel besser. Nur halt leicht anders, eigentlich auch ganz merkwürdig. Aber um es mal kurz nochmal zu sagen, diese Behauptung stimmt einfach so nicht. Auch ihre Äußerungen zur Opferkultproblematik sind recht merkwürdig. Dass wir im Opferkult leben, ja, das ist klar, aber das ist auch nichts Neues. Neu sind nur die Leute, die in dieser ersten Reihe stehen dürfen. Ich meine, früher hat man doch eher sozusagen so eine alleinerziehende Mutter gerne in die erste Reihe geschoben, wie schwer die es doch hat. Heute scheinen die es nicht mehr so schwer zu haben. Die mussten jetzt ein paar Reihen nach hinten, dafür durften jetzt andere nach vorne. Also wenn man mich fragt, ist nicht unbedingt der Opferkult das Problem, beziehungsweise an sich ist das schon ein Problem, aber das ist halt nichts Neues. Das Prinzip, wie der Opferkult, ich sag mal sozusagen betrieben wird, ist eher das Problem. Es geht nämlich nach der Devise, wer am lautesten schreit, hat Recht. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum der Ofarim den Sternkäse erfunden hat. Er dachte ja, wenn er im Hotel jammert und droht, also vereinfacht gesagt, am lautesten schreit, wird er bevorzugt behandelt. Weil hat ihn nicht interessiert, dass die Computer kaputt sind, irgendwie muss man das regeln, dass er jetzt hier seinen Willen kriegt, egal wie, wo und wann, es muss gezaubert werden. Ja, aber dann hat eben das Hotel nicht so reagiert, wie er sich das vorgestellt hat. Und naja, damit war die Sache am Laufen. Naja, und das Prominente, schon allein durch den Promi-Status, ob sie nun Juden sind oder nicht, das spielt eigentlich eher, würde ich sagen, nicht so eine Rolle oder wenn bis gar keine, sondern dass sie halt prominent sind. Ich meine, wer sich mal durchgelesen hat, was da genau im Gerichtssaal so erzählt wurde, da ist nämlich auch rausgekommen, dass an Gil Ofarims Anmeldung vermerkt wurde, dass er Sänger ist. So nach dem Motto, Achtung, Sänger sind problematisch. Ist ja auch was jetzt nicht unbedingt unbekannt ist. Und da war einem schon von vornherein klar, das könnte jetzt eskalieren. Achtung! So als hätte man in die Zukunft gesehen. Ich meine, ich will das mal mit diesem, wer am lautesten schreit, hat recht, noch ein bisschen, ich sag mal, detaillierter erklären. Sagen wir so, auf der Straße liegt eine blutende, alte, angefahrene Oma, die kein Wort mehr sprechen kann. Aber alle kümmern sich um die gut aussehende, schlanke, lesbische Frau, die hingefallen ist, weil von ihrem Cosplay-Kostüm, sie konnte den Schuh nicht richtig laufen, ist hingefallen. Um die wird sich gekümmert, weil die ist am interessantesten. Ja, sicherlich nicht der beste Vergleich. Und ja, es werden sich jetzt einige Leute angegriffen fühlen. Aber ich dachte mir, so wird es ziemlich deutlich, was ich meine. Weil für Herrn W. interessiert sich hier kaum einer. Ich meine, Gio sagt ja sogar, ja, wenn dich jetzt wer ungerecht behandelt hat, bringt dir das denn da jetzt eine Lobby zu machen? Ja. Also, im Fall Herrn W., hätte das tatsächlich geholfen. Also ich meine, dass Kunden im Bereich Gastro sich daneben benehmen, ist nichts Neues. Das weiß eigentlich jeder. Es redet aber nur keiner großartig drüber. Und naja, Gio oder Boris oder der Clown und wie die alle heißen, natürlich auch nicht. Auch wenn sie hier gerade so empört tun und sowas. Das Opfer ist eigentlich so eher so
uninteressante Nebensache. Und warum? Weil es ihnen egal ist. Weil so nach dem Prinzip, na, Kellner, Rezeptionist und sowas, ja, ist ja so ein Niedriglohnsektor, sie sind ja selber schuld, hätten sie mal was Richtiges gelernt. Also kurz gesagt, die Leute, die in Deutschland meistens die echte Arbeit machen, im Gegensatz zu den nutzlosen ganzen Berufen und Sesselfurzern, die eigentlich mehr als dass sie viel Geld kriegen, nichts wirklich beitragen oder relativ wenig, besser gesagt. Ja, aber auf die wird immer rumgetrampelt. Und ja, das auch von diesen ach so gerechtigkeitsfanatischen, ich nenne sie jetzt mal rechte Bubble-YouTuber oder was es da alles für komische Bezeichnungen gibt. Ja, die interessieren sich für die Leute mit der ehrlichen, harten Arbeit nicht wirklich. Man redet zwar immer, ja, es muss noch ordentlich in Deutschland gearbeitet werden, aber eher so aus dem Prinzip raus, naja, wenn die nicht mehr arbeiten, dann kriege ich ja in meinem besser bezahlten Job nicht mehr so viel Kohle. Ja, und diese Leute, die sind wirklich tagtäglich Opfer von Diskriminierung, ohne dass Religion, Hautfarbe und der ganze andere Firlefanz überhaupt eine Rolle spielt. Im Neudeutschen heißt sowas ja First Level Support. Gibt es ja in vielen Bereichen diesen Kram. Ja, man müsste eigentlich sagen, das sind die Frontkämpfer oder vielleicht noch besser die armen Frontschweine. Die kriegen für jeden Käse, kriegen die Schuld. Obwohl sie am wenigsten dafür können, bis gar nichts. Und der Kunde ist eben aber heutzutage dreist und asozial. Natürlich nicht alle, aber leider ein immer weiter wachsender großer Teil. Naja, und die Frontschweine, ja, die kriegen das ab und die müssen das so hinnehmen. Ich meine, warum gibt es denn diese ganzen eBay-Kleinanzeigen-Stories? Zu belustigen ist sowas immer gut. Aber dass man es echt als Problem sieht und das mal zum Thema macht und darüber diskutiert und sich fragt, naja, warum ist das so? Was können wir da machen? Wie könnten wir das ändern? Nö. Das ist maximal gut als Trash-TV zur Unterhaltung, aber als ernsthafte Diskussion, als Problem in der Gesellschaft? Nee. Ich meine, kennt doch jeder den Spruch. Ja, wenn du sowas alles nicht abkannst, dann hast du hier nichts zu suchen. Und wer wegen sowas dann psychische Macken entwickelt und dann noch auf Opferkult macht, ja, das wird auch in Gios Video angesprochen, das habe ich noch nicht ringeschnitten, weil sonst wird es zu lang. Ja, die sind das Problem. Die sind das Problem. Ich meine, ist vielleicht das eigentlich der Kerngrund, warum so viele Leute nicht mehr in der Gastro arbeiten wollen oder in unzähligen anderen schlecht bezahlten Berufen, wo man ja immer der Dumme ist und für jeden Scheiß die Schuld kriegt? Schieben deswegen die Besserverdienenden Panik, weil diese Leute jetzt aufs Bürgergeld schielen? Weil die sich sagen, na, ich lasse mich hier nicht mehr ausbilden und mache hier den Mist, auf den die Leute, die besser bezahlt waren, keinen Bock haben. Ich lasse mich ja nicht mal weiter ausbeuten und missbrauchen. Nö, sollen die mal zusehen, dann haben die halt Pech. Aber nein, das ist natürlich alles faule Leute, die sind faul, 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 Abzocker, Bürgergeldbetrüger. Ich meine, wäre es nicht mal die richtige Reaktion in Bezug auf den Fall Ofarim, dass man über diese Problematik, ich nenne es jetzt mal verharmlosend, der Kunde ist König, ja, darüber mal gescheite Worte zu verlieren, das mal zu besprechen und zu sagen, müssen wir uns ja nicht irgendwo alle an der Nase fassen? Und ich meine, es geht ja noch weiter, es ist ja nicht bloß das Problem, der Kunde ist König, sondern heutzutage herrscht ja schon sozusagen auf dem Fußweg Krieg. Also, das ist ja auch nur ein Teilaspekt. Aber nee, was schwirrt uns im Kopf rum? Alle Juden böse! Immer schön nachtreten. Ja, ist doch Gaga, oder? Und deswegen bin ich eben nicht der Meinung, dass der Richter mit der Aussage recht hat, die ewige Verdammnis gäbe es bei uns in der Gesellschaft nicht. Nee. Natürlich gibt's die. Und zwar jeden Tag. Man braucht auch bloß die YouTube-Kommentare aufmachen. Da wird der Hass, der Frust der Leute abgeladen. YouTube ist die soziale Müllkippe der Bevölkerung. Und ja, da lassen Leute ihren Frust ab, die eben tagtäglich Diskriminierung erfahren. Und zwar solche Diskriminierung, über die keiner redet, beziehungsweise man macht es nicht wirklich zum Problem.
weil man der Meinung ist, das sei keins. Weil das muss man ja abkönnen und so weiter und so fort. Oder es gibt natürlich auch diese ganzen neumodernen, schwachsinnigen Ideologien, die verbieten, dass man dies und das redet, weil man darf nur über die und die reden. Es gibt ja diesen Kokolores mit, wie geht das nochmal? Weiße können keine Diskriminierung erfahren. Als ob jemand einen Grund braucht, um jemand anderen zu diskriminieren. Also das wäre ja was völlig Neues, dass man da tatsächlich einen Grund braucht. Nee, der einzige Grund, den man da braucht, ist, ich finde gerade alles zum Kotzen, den da mache ich fertig. Einfach den nächsten trifft's. Und genau dadurch leben wir in einer Hass- und Gewaltspirale, die auch noch nie aufgehört hat, sich zu drehen. Und aktuell durch diese ideologiegetriebene Dummheit, sowohl von links als natürlich auch von rechts, führt nicht dazu, dass wir da ausbrechen oder sich das langsamer dreht, sondern es geht immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Und woran wir das ablesen können, ist das Internet, weil die Leute denken, da können sie anonym ihren Frust abladen. Quasi praktisch so ein bisschen so, ohne irgendwie Geld ausgeben zu müssen. Ich meine, früher sind die Leute, ich sag mal, sapperlopp in die Kneipe gegangen, natürlich nicht alle, haben da so ein Papier getrunken, am Stammtisch sich aufgeregt, was wohl alles scheiße war. Heute macht man das mit Energy-Drink am Computer. Beziehungsweise Handy. Was erzähle ich denn für einen altmodischen Quatsch? Wer hat denn noch einen Computer? Wobei, Handys sind ja auch Computer. Aber okay, wir wollen nicht so spitzfindig sein. Na jedenfalls diese Hassspirale, nennen wir sie mal. Oder Hasskreis oder Hasskreisel oder was man auch immer bevorzugt. Das scheint ja Gio auch so ein bisschen bewusst zu sein. Deswegen finde ich ja gut, was sie so sozusagen im späteren Verlauf des Videos so alles sagt. Sie hat ja dann doch eigentlich ganz versöhnliche Worte. Finde ich ja wirklich sehr gut. Es ist halt nur leider blöd, dass, was sie da sagt, anderen Sachen im Video so total widerspricht. Und deswegen bin ich da einfach völlig verwirrt. Und nur, weil sie das dann an einer anderen Stelle ihre teilweise wirklich sehr extrem krassen Aussagen und ich würde es auch menschenverachtende Aussagen nennen, weil das mit diesem Opferkult und so, das richtet sich ja tatsächlich gegen Herrn W. Wobei Herr W. ist ja gar nicht der First Level Support, der ist ja sozusagen der Depp dahinter, der sich um denn die harten Fälle kümmern muss. Die Frontschweine sind ja in dem Bereich sozusagen, da war ja so eine, wenn man die Gerichtsverhandlung gelesen hat, weiß man, da ist sozusagen erst eine Dame gewesen, die da sozusagen den Ufa-Riemen bearbeitet hat, kann man das so sagen. Und die war sich dann halt schnell unsicher und dann ging da der Herr W. Mit an das Ding, um das zu deeskalieren. Hat aber nicht funktioniert, weil Herr Ufa-Riemen war ja auf Krawall gebürstet. Aber jedenfalls, jetzt schweife ich schon wieder zu sehr ab. Es bringt halt nichts, versöhnlich zu sein, wenn man dann doch irgendwelche totalen, absurden Hardcore-Aussagen trifft, die eigentlich das Ganze relativieren. Und ich sag mal so, da ja die Leute im Endeffekt genau das hören wollen, sowas wie, der muss fertig gemacht werden, ist das eigentlich nicht so gut, sowas alles zu sagen. Ja, ich meine, wenn mich irgendwie Scheiß am Hals trifft, würde ich auch gerne erstmal am liebsten alles in die Luft sprengen. Ah, verdammt, das hätte ich sagen dürfen. Jetzt habe ich das FBI am Hals. Spaß beiseite. Naja, man merkt, ich schweife ab. Ich denke, es ist klar, was ich sagen wollte. Einfach mal in Zukunft ein bisschen mehr recherchieren und weniger Unsinn reden, vor allen Dingen den Unsinn der Ideologie. Über schweres Wort, Ideologie getrieben ist, weil, wie wir ja sehen an Gios Video, wirkt das einfach nur konfus. In diesem Sinne lasse ich euch auch verwirrt zurück, liebe Zuhörer bzw. Zuschauer. Und tschüss.